Wir kommen zum Top 2. Ja, das ist ein Applaus an die, die dafür gesorgt haben, dass die Anträge auf den Tischen vorliegen. Herzlichen Dank. Damit kommen wir zu Top 2. Das ist die Regierungserklärung des hessischen Ministers des Innern und für Sport mit dem Titel Sicher leben und sich sicher fühlen. Erfolgreiche Sicherheitsbehörden in Hessen. Redezeit 15 Minuten je Fraktion. Wir rufen ihn auf mit dem Antrag der Fraktion der SPD, Dunkelfeldstudie in Hessen durchführen. Und dazu, bitte? Und dazu haben wir den 38 von CDU und Grünen. Und wir haben dazu einen Änderungsantrag der Fraktion der FDP mit der Drucksachennummer AfD 20-214. Die vereinbarte Rednerreihenfolge. Es beginnt die Landesregierung, es folgt die SPD, dann kommt Bündnis 90 die Grünen, dann die AfD, dann die Freien Demokraten, dann die Linke, dann die CDU-Fraktion und, wenn sie denn möchte, die fraktionslose Abgeordnete. Herr Staatsminister Beuth, ich darf Ihnen das Wort erteilen. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es gibt gute Gründe für die Bürgerinnen und Bürger in Hessen, sich sicher zu fühlen. Denn Hessen ist ein sicheres Land. Das ist eine Tatsache, und wir haben sie in erster Linie der guten Arbeit unserer Sicherheitsbehörden zu verdanken. Sicherheit ist aber nicht nur ein Ergebnis behördlicher Arbeit. Für unsere Sicherheit übernehmen letztlich wir alle Verantwortung. Wir schließen unsere Fenster und Türen, wenn wir die eigenen vier Wände verlassen. Niemand lässt bewusst sein Auto unverschlossen am Straßenrand stehen. Und ein aufmerksamer oder wachsamer Nachbar meldet sich bei der Polizei, wenn sich jemand am Haus oder der Wohnung nebenan zu schaffen macht. Die Sicherheitsbehörden, die im vergangenen Jahr so Beeindruckendes geleistet haben, sind vom Grundgesetz dazu bestimmt, alles Notwendige zu tun, um Schaden von den Bürgerinnen und Bürgern abzuwenden. Wenn ein Bürger etwas Verdächtiges beobachtet, dann handelt die Polizei, um eine mögliche Gefahr abzuwenden. Genauso muss die Polizei aus Gründen der Gefahrenabwehr selbst tätig werden, um die Sicherheit für den Einzelnen gewährleisten zu können. Das ist nicht nur eine der wichtigsten Aufgaben unserer Schutzleute. Die Bürgerinnen und Bürger vertrauen darauf, dass der Staat immer dann einschreitet, wenn eine Gefahr für die Menschen besteht oder bestehen könnte, sei es in den eigenen vier Wänden, auf der Straße oder im Stadion. Wir werden am Donnerstag ausführlich Gelegenheit haben, über Sicherheit im Fußball zu reden. Das ist auch sicher angemessener als heute. Denn heute geht es um die Sicherheitslage in Gesamthessen. Der tolle sportliche Erfolg von Eintracht Frankfurt in den letzten Monaten steht übrigens außer Frage. Wir freuen uns. Wir freuen uns über den Erfolg und wünschen der Eintracht in Meisterschaft und natürlich in Europa weiterhin viel Glück. Ich möchte dennoch an dieser Stelle eines klarstellen. Es gab für Donnerstag eine polizeiliche Lageeinschätzung, die Durchsuchungsmaßnahmen im Vorfeld des Europa-League-Spiels erforderlich machten. Diese stützten sich sodann unter anderem auf einen richterlichen Beschluss. Es geht bei diesem Thema nicht um Eintracht Frankfurt. Es geht nicht um eine Auseinandersetzung zwischen Eintracht und mir. Es geht um die Sicherheit im und um unsere Stadien. Ich erwarte von jedem, dass die Prinzipien unseres Rechtsstaates respektiert werden. Und eine Fankurve ist kein rechtsfreier Raum, meine Damen und Herren. Erforderliche Maßnahmen, meine Damen und Herren, der Polizei sind in jedem Stadionblock zu akzeptieren. Da liegt der Kern. Hier setzte ja auch der unappetitliche Protest am vergangenen Samstag in anderen Stadien an, meine Damen und Herren. Die Frankfurter Polizei hat angekündigt, auch den konkreten Einsatz von Donnerstag nachzubereiten. Sie hat hierzu der Eintrachtführung ein Gesprächsangebot unterbreitet. Die Polizei ist unsere Gefahrenabwehrbehörde. Wenn sie eine Gefahr für Leib und Leben sieht, muss sie handeln, egal ob in einer Privatwohnung oder in einem Stadion. Das ist ihr Job, und das ist auch gut so. Denn so sorgt die Polizei
für unser aller Sicherheit. Ausführlich können wir das am Donnerstag diskutieren. Ich wollte hier nur heute dieser Frage auch nicht ausweichen. Die Sicherheitsinstitutionen selbst tragen eine sehr große Verantwortung, nicht nur für die Arbeit in den Sicherheitsfragen, sondern auch durch ihr Verhalten, ob im Dienst oder privat. Deshalb achten wir bereits bei der Einstellung junger Anwärterinnen und Anwärter darauf, dass wir nur Menschen in die Polizei aufnehmen, die diesen Anforderungen auch gerecht werden. Wenn Polizeibeamte nicht auf der Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung handeln oder selbst straffällig werden, dann steht die Integrität der gesamten Polizeiorganisation infrage. Das beeinträchtigt auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, weil es das Vertrauen in die Behörden schwächt. Deshalb werden wir die derzeitigen Ermittlungen gegen hessische Polizeivollzugsbeamte, bei denen Extremismusvorwürfe im Raum stehen, mit Hochdruck weiterführen, meine Damen und Herren. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass Polizisten sich tadellos an die Regeln halten, die sie von Amts wegen selber einfordern. Das leisten aber unsere gut 14.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im weit überwiegenden Teil. Daran ändern auch Verfehlungen oder schlimme Straftaten Einzelner nichts. Ein Generalverdacht gegen die Polizei ist daher völlig unangemessen, und ich weise ihn auch mit Nachdruck zurück, meine Damen und Herren. Wenn Sie die Ergebnisse der polizeilichen Kriminalstatistik für das letzte Jahr ansehen, dann kann es keine andere Interpretation geben, als dass erstens die hessische Polizei im letzten Jahr einen herausragend guten Job gemacht hat und zweitens Hessen ein sicheres Land ist. Wenn wir heute, meine Damen und Herren, über das Thema Sicherheit sprechen, dann setzt die polizeiliche Kriminalstatistik zweifelsohne den Standard für das objektive Bild. Die Daten, ohne sie zu überschätzen, meine Damen und Herren, sind herausragend gut, nach fast 50 Jahren Lagerpraxis erhoben, standardisiert und somit länderübergreifend vergleichbar. Die objektive Sicherheitslage in Hessen stellt sich dabei wie folgt dar. Die Anzahl der Straftaten ist wieder gesunken. Die Kriminalitätsbelastung ist wieder gesunken. Die Gefahr in Hessen, Opfer von Kriminalität zu werden, ist wieder gesunken und so gering wie seit 40 Jahren nicht mehr. Fast zwei Drittel der Straftaten wurden letztes Jahr aufgeklärt. Die Aufklärungsquote von 64,2% ist der mit Abstand beste jemals registrierte Wert. Wir haben allein in den letzten 5 Jahren 5 Prozentpunkte gut gemacht, meine Damen und Herren. Im Vergleich zur polizeilichen Kriminalstatistik vor 20 Jahren ist das eine Verbesserung von fast 17 Prozentpunkten, meine Damen und Herren. Wir hatten noch nie so wenig vollendete Wohnungseinbrüche wie letztes Jahr. Die Jugendkriminalität ist stark gesunken. Die Straßenkriminalität hat sich in den letzten 20 Jahren halbiert. Das ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann, und sie ist objektiv herausragend gut. Und dennoch werden wir in unseren Bemühungen nicht nachlassen. Wir wollen, dass Hessen noch sicherer wird und unsere Bürger bestmöglich geschützt werden, meine Damen und Herren. Und ich sage herzlichen Dank. Herzlichen Dank an unsere tüchtigen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sowie alle Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden von Polizei und Verfassungsschutz. Als Repräsentanten darf ich dort oben den Landespolizeipräsidenten Münch und den Vorsitzenden des Hauptpersonalrats der Polizei, Jens Moher, besonders begrüßen und Ihnen im Namen der Hessischen Landesregierung, aber ich bin mir fast sicher, auch im Namen dieses Hauses für Ihren tollen Einsatz danken, meine Damen und Herren. Eine Allensbach-Umfrage aus der vorletzten Woche hat gezeigt, dass sich 73% der Deutschen zurzeit sicher oder sogar sehr sicher fühlen. Der Ländervergleich ergab, dass die Menschen sich in Hessen, Bayern und Rheinland-Pfalz mit fast 80% Zustimmung am sichersten fühlen. Das bestätigt die Umfragen der letzten Jahre hier in Hessen. Gleichwohl gibt es trotz dieses herausragenden Wertes beim subjektiven Sicherheitsgefühl ein diffuseres Bild.
Es gibt Bereiche, Plätze oder auch Lebenssituationen, in denen sich die Bürgerinnen und Bürger offenbar nicht so sicher fühlen. Unser Anspruch, meine Damen und Herren, unser Anspruch ist es zu erreichen, dass die Bürger nicht nur sicher sind, das sind sie, sondern sich auch sicher in Hessen fühlen. Nur wer sich in seinem Umfeld, in unserem Land sicher fühlt, wird seine Freiheitsrechte auch in vollem Umfang zur Geltung erhalten. Genau diesem Sicherheitsgefühl, an diesem Sicherheitsgefühl arbeiten wir mit unseren Partnern in den Kommunen unter dem Namen Kompass. Sie kennen das. Wir wissen nämlich, dass der Erfolg für die Sicherheit nicht alleine von der Polizei abhängt. Eine Initiative, die so ganzheitlich auf das Phänomen Sicherheitsgefühl blickt, wie wir das mit Kompass machen, gab es noch nie in Hessen und gibt es meines Wissens auch nirgendwo in Deutschland. Die hessische Polizei setzt hier wieder einen Standard. Polizisten stehen für Sicherheit und Ordnung. Diesem Bedürfnis der Menschen kommen wir nach und werden daher die Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum noch weiter erhöhen. Wir haben bereits heute mit mehr als 14.000 Polizeivollzugsbeamten so viele Polizistinnen und Polizisten im Dienst wie nie zuvor. Mit unseren Stellenpaketen der vergangenen Legislaturperiode und den geplanten zusätzlichen 750 Vollzugsstellen für die nächsten Jahre werden wir bald mehr als 16.000 Polizisten im Einsatz haben. Die Landesregierung, meine Damen und Herren, diese Koalition handelt ganz konkret. Und das bedeutet für Hessen zusätzlich 2.270 Polizeivollzugsbeamte mehr seit 2014, meine Damen und Herren. So können wir die Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum weiter massiv erhöhen. Auf den Straßen und Plätzen unserer Innenstädte, in Bussen und Bahnen und überall dort, wo Menschen uns die Rückmeldung geben, dass sie sich nicht sicher fühlen. Unser erfolgreiches Programm Schutzmann vor Ort werden wir gezielt stärken. Diese Schutzleute stehen im Dialog mit den Sicherheitspartnern in den Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern. Das stärkt Vertrauen in unsere Sicherheit. Mit unseren zusätzlichen Polizisten werden wir auch dafür sorgen, dass die Basisdienststellen in Hessen Verstärkung bekommen. Das entlastet die Kolleginnen und Kollegen, und wir können damit voraussichtlich die Zahl der Überstunden bei den Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten weiter reduzieren. Parallel dazu zahlen wir so viele Mehrarbeitsstunden wie niemals zuvor aus. In der vergangenen Wahlperiode konnten fast 2 Millionen Stunden mit fast 40 Millionen € vergütet werden, meine Damen und Herren. Neben dem Personal sowie deren Schutzausstattung brauchen wir jedoch auch eine innovative Technik für unsere Sicherheitsbehörden. Denn diese bedeutet nicht nur ein Sicherheitsplus für die Menschen in unserem Land, sie steigert auch die Effektivität unserer Behörden. KLB Operativ und Hessendata nur als Begriffe, die Sie kennen. Unsere Ausstattungsoffensive mit Tablets und Handys, die über moderne Apps verfügen, haben wir angestoßen, um den Kolleginnen und Kollegen ihren Job weiter zu erleichtern. Angesichts nach wie vor steigender Angriffszahlen auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte – das hat leider auch die letzte Kriminalstatistik wieder bestätigt – werden wir unsere Expertise zur Erfassung dieser sinnlosen Attacken weiter verfeinern. Je mehr wir über Art und Umfang der Angriffe wissen, desto besser können wir unsere Einsatzkräfte mit präventiven Maßnahmen schützen. Es bleibt aber auch dabei, wer unsere Einsatzkräfte angreift, greift unseren Rechtsstaat an und muss dafür hart bestraft werden. Lassen Sie mich zu einem weiteren Thema kommen, welches die Menschen in unserem Land bewegt, Kriminalität von Zuwanderern. Die Anzahl der Straftaten ohne aufenthaltsrechtliche Verstöße, bei denen ein Zuwanderer als Tatverdächtiger ermittelt wurde, lag im Jahr 2018 um 3,5 % höher als noch im Vorjahr. Was unsere Schutzleute leider häufig feststellen, ist, dass Einzelne immer wieder polizeilich in Erscheinung treten oder straffällig werden. Mehrfach- und Intensivtäter stehen daher im besonderen Fokus der Polizei- und Ausländerbehörden. Flüchtlinge, die gegen unsere Normen verstoßen, sollen deshalb zukünftig auch in einer zentralen Einrichtung des Landes untergebracht werden, auch wenn sie bereits aus der Erstaufnahme zugewiesen wurden. Auf diese Weise unterstützen wir unsere Kommunen bei der Integration derjenigen, die dies auch uneingeschränkt wollen. Wir verbinden damit Humanität auf der einen und Ordnung auf der anderen Seite. Das
Meine Damen und Herren, die Behandlung von islamistischen Gefährdern ist eine der großen Herausforderungen, der wir uns stellen müssen. Hessen hat seit dem 16. März 2018 7 islamistische Gefährder abgeschoben, die keinen deutschen Pass haben. Durch jede dieser Maßnahmen ist Hessen sicherer und die islamistische Szene schwächer geworden. Wir haben Terrorstrippenzieher und IS-Sympathisanten durch kluge, repressive wie auch präventive Maßnahmen in ihre Schranken gewiesen. Maßnahmen wie etwa die Durchsuchung am vergangenen Donnerstag in Südhessen zeigen, dass die Sicherheitsbehörden weiterhin wachsam sind und die Szene fest im Blick haben. Daneben wollen wir aber auch den Informationsfluss und die effektive Zusammenarbeit der verschiedenen zuständigen Stellen wie Verfassungsschutz, Polizeipräsidien, Landeskriminalamt sowie Staatsanwaltschaften weiter verbessern. Der Austausch dieser Behörden kann lebensrettend sein. Deshalb werden wir in Hessen ein eigenes Extremismus- und Terrorabwehrzentrum schaffen. Wichtige Informationen sollen so noch schneller an die Stelle gelangen, die sie benötigen, um Gefahren abzuwenden oder Extremismus am effektivsten zu bekämpfen. Herr Minister, nur ein bescheidener Hinweis auf die vereinbarte Redezeit der Fraktionen. Ich komme sofort zum Ende. In der Extremismusprävention nimmt Hessen bereits eine bundesweite Vorreiterrolle ein. Auch künftig werden wir mit innovativen Ansätzen dem Extremismus den Nachwuchs entziehen. Die Hessische Landesregierung hat eine unmissverständliche Haltung gegenüber Extremisten. Wir treten entschlossen für Demokratie ein. Jeglicher Extremismus, egal welcher Ecke er entstammt und wo er sich zeigt, wird uns von uns entschieden bekämpft, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Die politische Auseinandersetzung darf in einer Demokratie nicht zum rüden Kampfplatz werden. Mehr denn je müssen Demokraten aktiv für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eintreten. Dazu gehört auch, dass wir unsere demokratische und rechtsstaatliche Haltung hier in diesem Hause deutlich machen. Wir sollten uns von einer verbalen Verrohung der politischen Debatte schützen. Denn auch dadurch wird das Sicherheitsempfinden unserer Bürgerinnen und Bürger beeinträchtigt. Hetze, Falschmeldung oder auch nur bewusste zur politischen Profilierung eingesetzte Über- oder Untertreibung schüren Ängste und Sorgen bei den Menschen. Wem ernsthaft an der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gelegen ist, der sollte sich an der Debatte über die Sicherheitslage in unserem Land seriös und besonnen beteiligen. Denn Fakt ist, wir haben ein hohes Maß an Sicherheit in Hessen geschaffen. Die objektiven Zahlen der Kriminalstatistik belegen, die Hessinnen und Hessen leben in Sicherheit und haben gute Gründe, sich sicher zu fühlen. Dort, wo das Sicherheitsgefühl getrübt ist, gehen wir unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Kommunen mit individuellen Maßnahmen auch diese Herausforderung an, meine Damen und Herren. Hessen ist, das kann man im Jahre 2019 für das abgelaufene Jahr 2018 sagen, ein sehr sicheres Land. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Das Wort hat die Abg. Faeser für die Fraktion der Sozialdemokraten. Sie haben das Wort, Frau Faeser. Frau Faeser, wenn ich den Hinweis noch machen darf, die Landesregierung hat ein bisschen die Redezeit überzogen, was natürlich dazu führt, dass es einen Redezeitzuwachs marginal überzogen, was einen Redezeitzuwachs bei den Oppositionsfraktionen um 5 Minuten führt. Bitte schön, Frau. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, dass die Kriminalitätsbelastung im Jahr 2018 erneut gesunken ist, ist in der Tat eine gute Nachricht. Es gab einen Rückgang von rund 2.800 Fällen, und auch die Aufklärungsquote konnte erneut verbessert werden. Und deshalb gilt der Dank der Sozialdemokraten vor allen Dingen der großartigen Leistung aller Polizeibeamtinnen und Beamten in diesem Bundesland.
Ich betone das ausdrücklich. Das gilt nämlich insbesondere deshalb, weil Sie unter sehr schweren Rahmenbedingungen auch Ihren Dienst hier in Hessen verrichten müssen. Ich werde dazu im Einzelnen noch gleich etwas ausführen. In der Pressemitteilung zur Vorstellung der Kriminalitätsstatistik am 14. Februar dieses Jahres hat der Innenminister angekündigt, ich zitiere, mit unserer Einstellungsoffensive bekommen alle Dienststellen des Landes Verstärkung. Das hat er heute in seiner Rede auch noch einmal wiederholt. Ich muss sagen, wir freuen uns sehr darüber, dass der Innenminister eine SPD-Forderung aufgegriffen hat, nämlich die Dienststellen vor Ort zu stärken. Aber wir werden sie an dieser Ankündigung messen, nämlich gerade die Polizeibeamtinnen und Beamten vor Ort arbeiten am absoluten Limit. Und viele haben keine verlässlichen freien Zeiten mehr in Hessen. Und das ist etwas, worum man sich kümmern muss. Aber dazu haben Sie heute nichts gesagt, Herr Innenminister. Es gibt ca. 3 Millionen Überstunden. Das ist eine enorme Zahl und eine enorme Ansammlung von ca. 3,25 Millionen Stunden beim Lebensarbeitszeitkonto. All das ist nichts anderes als Ausdruck der immensen Belastung der Beamtinnen und Beamten. Was denn sonst, meine Damen und Herren? Und hier ist dringend eine Entlastung der Beamtinnen und Beamten in Hessen erforderlich. Und dazu hätte ich mich schon gefreut heute, wenn der Innenminister auch mal etwas gesagt hätte, weil das alleinige Auszahlen von Überstunden ändert daran überhaupt gar nichts. Jahrelang, meine Damen und Herren, haben gerade CDU-geführte Regierungen in Hessen Stellen abgebaut. Die bevorstehende Pensionierung von geburtenstarken Jahrgängen und die immer weiter wachsenden Aufgaben der Polizei wurden einfach ignoriert. Gelungene Personalpolitik sieht eindeutig anders aus. Erst durch erheblichen Druck von außen hat die Landesregierung eingewirkt, zufällig vor der letzten Landtagswahl. Viel zu spät, meine Damen und Herren. Wir haben deshalb in Hessen nach wie vor es mit einem großen Personalmangel zu tun, und das vor allen Dingen vor Ort. Denn die Einstellung von Polizeianwärterinnen und Anwärtern hat in Hessen eben jahrelang keine Priorität. Und Sie sprechen in Ihrer Rede, in der schriftlichen Rede, reden Sie von 750 Stellen, die ab wann? 2019 und 2020. Heute haben Sie davon gesprochen, 2270 Stellen, mehr seit 2014. Dann haben Sie eine neue Zahl in den Raum geworfen heute. 2022 sind es dann über 16.000 Polizeibeamte. Meine Damen und Herren, es werden von Rede zu Rede mehr. Wir werden Sie daran messen, was vor Ort tatsächlich an personeller Unterstützung ankommt. Alles andere zählt nicht, Herr Innenminister. Dort ist es erforderlich, dass die Menschen endlich Unterstützung bekommen. Und ich will das noch einmal sagen. Ihre Vorgänger haben diesen Personalmangel herbeigeführt. Sie machen nichts anderes, als die Probleme zu lösen, die Ihre Vorgänger geschaffen haben. Und ich will das noch einmal sagen im Vergleich. Wir haben deutschlandweit gibt es eine Statistik, wie viele Polizeibeamten auf wie viele 100.000 Einwohner es gibt. In Hessen sind es pro 100.000 Einwohner 226 Beamte. In Bayern sind das 326. Das sind immerhin 100 mehr. Daran sieht man, wie die Ausstattung der Personalzumessung in Hessen ist, Herr Bauer. Das können Sie damit auch nicht ändern. Und Herr Bauer, Sie wissen ja auch, ab und zu sieht man Sie ja auch einmal vor Ort, dass es eben bei den Beamtinnen und Beamten vor Ort keine verlässlichen freien Zeiten zwischen Nacht, Tag und Wochenenddiensten gibt. Und das ist unzumutbar. Und ich finde es unmöglich, dass der Innenminister heute an seiner Regierungserklärung dazu nichts gesagt hat, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen zu den Rahmenbedingungen, zu den ungenügenden durchaus noch etwas sagen. Die durchschnittliche Krankheitsdauer liegt in Hessen bei 29,5 Tagen im Jahr. Das ist fast doppelt so viel wie bei normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Da liegt es nämlich bei 17 Tagen. Und diese vielen Überstunden und hohen Krankheitstage ist natürlich nichts anderes als der Ausdruck von immenser Belastung.
Und das Thema Besoldung ist auch nicht weg. Dazu haben Sie heute auch nichts gesagt, denn die anderthalb Jahre Nullrunde und das eine Jahr nur 1% ist ja bis heute nicht ausgeglichen worden. Und da muss man mal sagen, Sie sind ja im Moment am Verhandeln. Wir sind sehr gespannt, wie Sie den Ausgleich da finden werden. Aber dass die hessische Polizei, Herr Kollege Bauer, immer noch zu den schlecht bezahltesten gehört, ist nun einmal ein Fakt. Und dazu hätten Sie heute auch etwas sagen können. Herr Boddenberg, ein wichtiger Punkt der Wertschätzung für die Polizei wäre übrigens gewesen, dafür hätten Sie etwas tun können persönlich, die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage zum Beispiel wieder einzuführen. Das haben andere Bundesländer gemacht, und das ist eine wirklich gute Maßnahme, weil das eine echte Wertschätzung den Beamten gegenüber wäre. Und auch die fehlenden Beförderungsmöglichkeiten, Herr Boddenberg, das können Sie gerne mit den Beamtinnen und Beamten vor Ort mal diskutieren, gehört zu den fehlenden Perspektiven, die hier nicht angegangen werden, wozu der Minister heute auch nichts gesagt hat. 70% der Polizeibeamten in Hessen sind in der A10. Das ist weit unter Durchschnitt mit den anderen Bundesländern. Daran müssen Sie etwas ändern. Das können Sie nicht einfach ignorieren. Und zu einer echten Entlastung von polizeifremden Aufgaben ist es bis heute auch nicht gekommen. Ich erinnere mich, der Kollege Rudolph und ich haben vor 3 Jahren schon beantragt, die Schwertransporte endlich nicht mehr von Polizei begleiten zu lassen. Und das ist nur so mäßig gelungen. Es gibt immer noch viele Bereiche in Hessen, wo das nach wie vor stattfindet. Sie haben uns vor 3 Jahren schon gesagt, alles nicht nötig, wir kümmern uns von wegen und um andere polizeifremde Aufgaben. Die vielen Bereiche der Ordnungswidrigkeiten beispielsweise kümmern Sie sich auch nicht. Und das würde im Übrigen überhaupt keinen Cent kosten, wenn man das verändern würde. Aber Sie tun es nicht. Herr Innenminister, Sie haben zu Recht heute die Integrität der Beamtinnen und Beamten angesprochen. Und ich finde es auch wichtig, das herauszuheben, dass die meisten Beamtinnen und Beamten eine hohe Integrität haben und wir davon reden müssen, dass bei 99% auch nichts dazu zu bemängeln ist. Aber wir haben, und das haben Sie nur am Rande gestriffen, in Frankfurt im Moment in der Tat ein Problem mit rechtsextremistischen Umtrieben. Dort stehen Polizeibeamte in Verdacht, und Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass das Gefahr geneigt ist, die gesamte Integrität der Polizei anzugreifen. Deswegen brauchen wir dort eine schnellstmögliche Aufklärung. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu Recht bewegt, weil es natürlich so ist, darauf haben Sie hingewiesen, dass man von denjenigen, die Recht und Ordnung einfordert, natürlich auch die Erwartungshaltung ist, dass sie sich daran halten. Aber, Herr Innenminister, ich hätte mir schon gewünscht, dass Sie heute auch etwas zur Rechtsanwältin Frau Bajaj Yildiz sagen, weil sie nämlich mit ihrer Familie in einer besonderen Bedrohungslage steht. Und sie ist ein Organ der Rechtspflege und verdient den vollen Schutz unseres Rechtsstaates. Ich finde, an einer solchen generellen Debatte heute hätte dazugehört, dass dort alles ergriffen werden muss, um die Frau zu schützen und ihre Familie. Und dass es sich gehören würde, Herr Tipi, dazu auch heute etwas auszuführen, heißt dann auch etwas, wenn man es nicht macht. Insofern, das müssen Sie dann mit dem Innenminister ausmachen, warum er heute dazu nichts gesagt hat. Ich kann nur daran appellieren, Herr Tipi, dass der Innenminister seine Informationspolitik in dem Bereich etwas ändert und uns mit einbezieht, weil das, wie er es bisher gemacht hat, nämlich keine Aufklärung ist, wie sie sein sollte. Sie ist nämlich nicht offen und sie ist nicht transparent, und das muss sich auch dringend ändern, meine Damen und Herren. Wie auch im letzten Jahr lohnt sich natürlich auch ein genauerer Blick auf die Zahlen, um einige Entwicklungen aufzuzeigen. Vor sehr großen Herausforderungen stehen die Sicherheitsbehörden, z.B. im Bereich der Internetkriminalität. Da haben Sie heute gar nichts zu gesagt, vermutlich deshalb, weil die Fälle auf 33.000 angestiegen sind, und zwar deutlich angestiegen sind. Die immer weitergehende Vernetzung unserer Gesellschaft erleichtert vieles in unserem Leben, aber es führt auf der anderen Seite eben auch zu immer mehr Cyberkriminalität. Wir brauchen dort aber gut ausgebildetes Fachpersonal, um den Tätern etwas entgegenzusetzen.
Und wir müssen die Ausbildung der Polizei anpassen und zum anderen natürlich auch die Rahmenbedingungen, das gehört auch dazu, des öffentlichen Dienstes und insbesondere der Bezahlung so aufstellen, dass wir dort die entsprechenden Leute auch finden können. Denn nur so können wir mit der Privatwirtschaft mithalten, um die besten Köpfe aus der IT-Branche, um diesen so groß gewordenen Bereich auch ausreichend zu bekämpfen. Wie gesagt, auch hier hätte ich mir gewünscht, dass wir dazu heute etwas hören. Ich habe es zu Beginn meiner Rede gesagt, wir haben einen Rückgang von Straftaten. Dieser Rückgang von 2.800 Straftaten ist aber jetzt nicht wirklich viel. 2017 gab es einen eklatanten Rückgang von Straffällen. Das waren allein 25.000 im Bereich Verstoß gegen Aufenthaltsgesetz, was zurückging. Das war aber auch eine bundesweite Entwicklung und keine alleinige hessische Leistung. Aber dennoch bleibt ein Rückgang, und die Zahlen entwickeln sich positiv, aber es entspricht nicht dem subjektiven Sicherheitsempfinden der Bevölkerung. Wenn man sie fragt, wie sie sich fühlen, wenn sie auf dem Weg nach Hause sind, spät abends, dann kommen doch der ein oder andere, der sagt, vielleicht doch nicht so sicher. Und es könnte vielleicht, Herr Kollege Bauer, ich finde das einen netten Vergleich, ich weiß nicht, ob Sie es vom Frankfurter Polizeipräsidenten schon gehört haben, auch daran liegen, wie Medien im Fernsehen beispielsweise über Mordfälle berichten. Herr Bereswyl hat einmal gesagt, dass im Fernsehen jährlich 13.000 Morde gezeigt werden. 13.000, das hat tatsächlich einmal jemand gezählt. In Wirklichkeit finden aber nur 400 Morde deutschlandweit statt. Das hat natürlich etwas mit dem unterschiedlichen Sicherheitsempfinden dann auch der Bevölkerung zu tun, dass diese Zahlen so eklatant auseinandergehen. Und natürlich ist jeder Mord einer zu viel, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber diese Zahlen verzerren die Wirklichkeit. So, und was kann man denn jetzt tun als Landesregierung, um das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen zu stärken? Und das Einzige, was der Innenminister heute gesagt hat zum subjektiven Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, ist das tolle Programm Kompass. Meine Damen und Herren, Sie sind der verantwortliche Innenminister für die innere Sicherheit. Sie müssen sich darum kümmern, dass das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung besser wird und nicht die Kommunen. Machen Sie Ihren Job. Die Kommunen haben auch vorher schon besser mit der Polizei zusammengearbeitet. Da brauchte es kein Programm Kompass, meine Damen und Herren. Die Bürgerinnen und Bürger haben aber das Recht, Unabhängigkeit von ihrer persönlichen Situation und finanziellen Verhältnissen umfassend von Kriminalität geschützt zu werden. Das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, und dazu gehört ein starker und entschlossener und handlungsfähiger Rechtsstaat. Wo Straftaten nicht verhindert werden können, muss die Strafverfolgung konsequent und wirkungsvoll möglich sein und durchgesetzt werden. Und bei der Durchsetzbarkeit haben wir in Hessen aber ein Problem. Ich erinnere noch einmal an die furchtbaren Ausschreitungen der EZB-Eröffnung im Jahre 2015. 150 Polizeibeamtinnen und Beamte sind verletzt worden, und kein einziges dieser Verfahren ist vor Gericht gelandet und geahndet worden, meine Damen und Herren. Hier gibt es ein Problem mit der Durchsetzbarkeit von Recht in diesem Bundesland. Ja, Herr Bauer. Wissen Sie, die Menschen merken das. Wir haben heute mit unserem Antrag erneut gefordert, eine Studie mit wissenschaftlicher Begleitung in Auftrag zu geben, mit der das Dunkelfeld der Kriminalität erforscht werden soll. Denn in der Kriminalitätsstatistik werden nur die Straftaten erfasst, die durch Anzeigen der Bürger oder durch eigene Wahrnehmung der Polizei bekannt geworden sind. Im Bereich der häuslichen Gewalt oder Sexualdelikte ist aber bekannt, dass das Dunkelfeld sehr viel höher ist. Und auch im Bereich der Körperverletzungsdelikte gehen Experten davon aus, dass 50% nicht erfasst werden. Das hat auch damit etwas zu tun, dass die Bevölkerung glaubt, es würde zu nichts führen, wenn sie eine Anzeige erstatten. Die Anzeigen bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sind zwar dank der MeToo-Debatte im letzten Jahr etwas gestiegen, aber es zeigen immer noch viel zu wenige diese Straftaten an. Auch hier könnte eine Dunkelfeldstudie helfen, geeignete Maßnahmen zu finden, um die Anzeigenbereitschaft zu erhöhen. Deshalb brauchen wir in Hessen endlich eine solche Dunkelfeldstudie. Im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern hat Hessen sich noch nicht auf diesen Weg gemacht. Und wir verstehen einfach nicht, warum. Wovor haben Sie denn eigentlich Angst, meine Damen und Herren? Wovor denn? Ja,
vermutlich, Herr Bauer, dass Ihre tollen Zahlen nicht von Jahr zu Jahr immer besser werden, sondern dass man sich einmal mit den realistischen Zahlen von Kriminalität auseinandersetzen muss. Das wäre vermutlich nicht in Ihrem Sinne. Der Innenminister macht halt gerne Pressekonferenzen, stellt sich gut dar und möchte nicht mit der Realität Wissen Sie, Herr Boddenberg, die innere Sicherheit, ja, ist eine sehr ernstzunehmende Angelegenheit. Und sie hat eben nicht nur etwas mit PR und Pressemitteilungen und schönen Broschüren zu tun, meine Damen und Herren. Deswegen setzen Sie sich endlich mit der Realität auseinander. Sie können ja heute etwas dafür tun, indem Sie unseren Antrag auch unterstützen, meine Damen und Herren. Wir haben im Bereich der Wohnungseinbrüche wird immer gelobt, dass die Zahlen zurückgehen. Ich möchte aber einmal einen Blick auf die Aufklärungsquote werfen bei den Wohnungseinbrüchen. Die ist nämlich im Vergleich zum letzten Jahr noch einmal zurückgegangen. Wir haben nur noch eine Aufklärungsquote bei Wohnungseinbruchsdelikten, dass die Menschen so sehr in ihrem Innersten trifft. Von 19,2%. Da sind wir weit weg von den durchschnittlichen 64,5% in Hessen. 19,2%. Da kann man nicht einfach so tun, als wenn da alles in Ordnung ist, sondern da müssen entsprechende Maßnahmen auch ergriffen werden. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache für den Fachausschuss, sich da über konkrete Maßnahmen auszutauschen und zu schauen, was wir da präventiv auf den Weg bringen können. Die Anzahl der Straftaten von Jugendlichen ist erfreulicherweise signifikant zurückgegangen. Und wir glauben auch, dass es etwas damit zu tun hat, dass wir mittlerweile 4 Häuser des Jugendrechts in Hessen haben, die sehr erfolgreich arbeiten und sehr gute Arbeit leisten. Und ich will noch einmal daran erinnern, dass das eine SPD-Initiative der Kollegin Hoffmann war, vor ein paar Jahren diese Jugendrechtshäuser in Hessen auch zu installieren. Ich glaube, es hat sich gelohnt, meine Damen und Herren. Wir haben eine sehr bedenkliche Entwicklung, meine Damen und Herren. Darauf hat der Innenminister hingewiesen, im Bereich des Übergriffes auf Polizeibeamtinnen und Beamte und vor allen Dingen auch auf Rettungskräfte. Da sind die Zahlen mit 115 registrierten Angriffen haben sich mehr als verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Das finde ich wirklich beängstigend. Meine Damen und Herren, das trotz der guten technischen Ausstattung, die Sie hier so loben. Ich glaube, in dem Bereich müssen wir dringend über andere Maßnahmen denken. Wir müssen die Präventionsarbeit in Kitas, in Schulen verstärken. Wir müssen etwas dafür tun, dass die Dienstvorgesetzten sich vor die Beamten stellen, dass dort ein anderes Klima auch insgesamt in der Gesellschaft entsteht, damit unsere Beamtinnen und Beamten nicht mehr Übergriffe solcher furchtbaren Anschläge werden. Das gilt es gesellschaftlich zu ächten, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich habe mich gefreut, dass der Innenminister doch nicht einfach darüber hinweggegangen ist, was sich letzten Donnerstag im Stadion von Eintracht Frankfurt ereignet hat. Es wäre auch völlig unangemessen, heute dazu nichts zu sagen. Das muss man einfach einmal betonen. Wir haben einen eigentlich sehr erfreulichen Spieltag gehabt. Das muss man ja auch einmal sagen. Wir haben den Einzug ins Achtelfinale geschafft als Eintracht Frankfurt im Spiel gegen Donetsk, was ich sehr erfreulich finde und wozu ich der Eintracht von dieser Stelle noch einmal ganz herzlich gratuliere. Frau Kollegin Faeser, ich weise darauf hin, es geht die Zeit so langsam um, ja, inklusive bereits dem Oppositionszuschlag. Danke schön, Herr Präsident. Genau, gerade am Sturm. Und jetzt kann man natürlich sagen, dass die Äußerung des Eintrachtpräsidenten Fischer sehr unglücklich war. Und man kann auch sagen, dass das, was auf dem Plakat stand, nicht in Ordnung war. Aber ob der Einsatz so in Ordnung war, das werden wir jetzt in den Fachausschüssen überprüfen. Und wir werden auch überprüfen, ob die Grundlagen für den Durchsuchungsbeschluss, der natürlich nichts mit der Äußerung Fischers zu tun hatte, sondern angeblich mit Hinweisen von Szenebeamten aus der Polizei und sonst gar nichts, das wird alles einer Überprüfung standhalten müssen. Wir werden sehen, was am Ende dabei herauskommt. Aber dass am Freitag der Innenminister
hingeht und die Stimmung, die ohnehin schon aufgeheizt war zwischen Polizei und Eintracht, auch noch anheizt, meine Damen und Herren, ist eines Innenministers nicht würdig und war völlig falsch. Frau Kollegin, Sie müssen jetzt zum Ende kommen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Statt so etwas zu tun, Stimmung anzuheizen, statt deeskalierend zu wirken, sollten Sie sich einmal um das Wohlergehen Ihrer Beamtinnen und Beamten in Hessen kümmern. Ich erwarte, dass spätestens im nächsten Jahr der Innenminister auch etwas zu den Rahmenbedingungen der hessischen Polizei sagt und die Arbeitsbedingungen endlich verbessert. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Faeser. Als nächste Rednerin hat nun das Wort Frau Kollegin Goldbach von der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Verehrte Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Drei Zahlen der polizeilichen Kriminalitätsstatistik sind sehr erfreulich und fassen die Gesamtlage gut zusammen. Erstens. Die Anzahl der erfassten Straftaten ist in 2018 erneut gesunken. Zweitens. Die Zahl der aufgeklärten Fälle ist in Hessen erneut gestiegen. Drittens. Die Häufigkeitszahl, das ist die Zahl, die die absolute Zahl auf die Anzahl der Einwohner bezieht, ist gesunken. Das heißt, wir haben, sie stellt die Gefährdung dar, der Einwohner. Wir haben die niedrigste Gefährdung seit 1979. Und das ist eine gute Nachricht für alle Bürgerinnen und Bürger hier in Hessen. Die polizeiliche Kriminalstatistik ist ein objektives und auch ein anerkanntes Instrument, um die Kriminalitätsentwicklung darzustellen. Sie ermöglicht zum einen einen bundesweiten Ländervergleich und vor allem stellt sie die Entwicklung im Zeitablauf dar, und das schon seit 1971. Damals wurde die EDV-gestützte PKS eingeführt. Eine eigene Dunkelfeldstudie würde unserer Ansicht nach keinen signifikanten Mehrwert liefern. Den erfreulichen Rückgang von erfassten Straftaten und die gestiegene Aufklärungsquote haben wir vor allem der engagierten Arbeit der hessischen Polizistinnen und Polizisten zu verdanken. Und unter dem Strich kann man wohl sagen, dass diese Frauen und Männer großartige Arbeit leisten. Und dafür gebührt ihnen Dank und Anerkennung. Und weil die Polizeibeamtinnen und Beamten eine so wichtige Rolle für die Sicherheit im Land haben, arbeiten die Landesregierung und die Regierungsfraktionen daran, den Polizeidienst noch attraktiver zu gestalten. Und ich muss sagen, ich war jetzt sehr gespannt, was Kollegin Faeser sagen würde zu den Arbeitsbedingungen, also Beförderung, Bezahlung, Mehrarbeit. Denn die Kritik der letzten Jahre war immer, dass trotz der schlechten Bedingungen wir eine gute Sicherheitslage hier in Hessen hätten. Jetzt hat sich einiges noch einmal deutlich verbessert. Das Argument ist aber das gleiche geblieben. Ich glaube, Sie haben gesagt, unter sehr schweren Rahmenbedingungen. Das ist fast wörtlich das aus der letzten Rede vom Vorjahr. Ich möchte einmal darstellen, was die Hessische Landesregierung eigentlich macht und was wir im Koalitionsvertrag beschlossen haben, um den Polizeidienst attraktiv zu gestalten. Es geht einmal um technische Ausstattung, um Bodycams in allen Dienststellen, Tablets und Handys bei den Einsatzkräften, um moderne Software-Apps, die Lagebilder, Ermittlungsinstrumente und vor allem Auskunftssysteme beinhalten. Und es geht darum, dass wir mehr Stellen geschaffen haben und schaffen werden. Alleine 2019 und 2020 werden rund 900 fertige Polizeivollzugsbeamte fertig ausgebildet sein.
Wir haben insgesamt 1.500 zusätzliche Polizeivollzugsstellen geschaffen. Wir wollen, dass sich die Polizistinnen und Polizisten noch intensiver ihren Kernaufgaben, dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger, widmen können. Und deshalb wollen wir sie von Verwaltungsaufgaben entlassen. Dafür werden wir 150 zusätzliche Verwaltungsfachkräfte im Polizeibereich einstellen. Das ist auch eine Antwort auf eine Ihrer Fragen. Und wir werden uns im Bundesrat dafür einsetzen, dass die hessische Polizei und jede Polizei von Ermittlungen zu Ordnungswidrigkeiten, beispielsweise im Straßenverkehr, entlastet wird. Darüber hinaus wollen wir, um Vollzugsbeamte von Routinetätigkeiten zu entlasten, 100 neue Stellen für Wachpolizistinnen und Wachpolizisten schaffen. Und wir wollen, das ist eigentlich auch ein bisschen ein Klimaschutzprojekt, denn wir Grüne wollen ja immer, dass die Menschen umsteigen vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr. Und das tun sie gerne, wenn sie sich wohl und sicher fühlen in Bahnen und Bussen. Und deswegen sollen auch noch mehr Beamte in den öffentlichen Verkehrsmitteln sein. Und dann können wir eine schöne Verbindung zwischen Sicherheit und Klimaschutz schaffen. Auch zu den Mehrarbeitsstunden hat Frau Kollegin Faeser etwas gesagt. Und Herr Innenminister Beuth hat ja schon dargestellt, wie viele Mehrarbeitsstunden bereits ausgezahlt wurden. Wir haben vereinbart, dass wir die Vergütung der Mehrarbeitsstunden weiterhin verbessern werden. Und vor allem wollen wir mithilfe des zusätzlichen Personals eben auch dafür sorgen, dass überhaupt nicht so viele Überstunden in Zukunft gemacht werden müssen. Wir schaffen Anreize für interessante, attraktive Karrieren innerhalb der Polizei und wollen deswegen zahlreiche Stellenhebungen durchführen. Das ist die Antwort auf Ihre Frage nach Beförderungen. Und wir wollen, dass die hessische Polizei ein attraktiver Arbeitgeber für Familien ist und deswegen für eine bessere Planbarkeit von Arbeitszeiten sorgen. Wir wollen auch in Zukunft ein attraktiver Arbeitgeber sein. Wir wollen die klugen Köpfe gewinnen für den Dienst in der hessischen Polizei. Deswegen schaffen wir zusätzliche Beförderungsmöglichkeiten. Wir werden die Zulagen anpassen, und wir werden die Ruhestandsregelungen verbessern. Unterm Strich, Fazit, mehr Personal, mehr Beförderungen, weniger Überstunden. Und ich finde, das sind doch sehr gute Entwicklungen für die hessischen Polizistinnen und Polizisten. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir sind uns einig. Wir haben schon einmal darüber gesprochen, dass der allergrößte Teil der hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten fest auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Es gibt leider Ausnahmen. Wir wissen, dass LKA und die Staatsanwaltschaft ermitteln derzeit gegen 12 Beamtinnen und Beamte, die im Verdacht stehen, rechtsextremistisches Gedankengut zu pflegen. Eine solche Gesinnung dulden wir innerhalb der Polizei nicht. Unsere Gesellschaft basiert auf den Prinzipien der Freiheit, Sicherheit und dazu gehört auch Toleranz. Wer einzelne Gruppen von Menschen aufgrund ihrer Ethnie, ihrer Herkunft oder ihrer Religion diskriminiert, verfolgt oder bedroht, hat in der hessischen Polizei nichts verloren. Und diese wenigen Fälle schaden ja auch den anderen Polizisten, der gesamten Polizei. Es herrscht innerhalb der Polizei Betroffenheit und Empörung über diese Vorwürfe. Das ist ein Zitat von Herrn Bereswil, dem Polizeipräsidenten Frankfurt. Noch einmal, hier gilt Null Toleranz. Und es ist richtig und gut, dass gegen alle Beamten, die verdächtigt werden, sofort strafrechtliche Ermittlungen und Disziplinarverfahren eingeleitet wurden. Und wenn die Ergebnisse der Ermittlungen vorliegen, dann werden wir uns sicherlich hier noch intensiv damit befassen, mit den Ergebnissen. In diesem Zusammenhang befürworten wir es sehr, dass wir in Hessen eine Ombudsstelle schaffen werden, eine Beschwerdestelle, bei der sich nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern auch ausdrücklich Angehörige der hessischen Polizei beschweren können, sich mit Problemen und Anliegen an diese Stelle wenden können, sodass wir noch einmal eine unabhängige Einrichtung haben, um eben Probleme, Sorgen oder auch konkrete Verdachtsfälle irgendwo vorzutragen. Das ist sicherlich eine sehr gute Einrichtung, und es wird eigentlich auch breit und mehrheitlich gesellschaftlich und auch von der Polizei begrüßt.
Medienpolitik und Gesellschaft sind seit letztem Donnerstag noch mit einem anderen Thema kritisch befasst, das die hessische Polizei betrifft. Das sind die Durchsuchungen des Fanbereichs im Waldstadion und die Beschlagnahmung eines Banners. Während der Verein und die Fans von einem unverhältnismäßigen Einsatz sprechen, sieht die Frankfurter Polizei den Einsatz als notwendige Folge ihrer Gefahreneinschätzung. Wir sehen hier vor allem eine Notwendigkeit, nämlich Abrüstung. Abrüstung in der Sprache, und zwar bei allen, die sich öffentlich äußern, und wir sehen hier die Notwendigkeit der Deeskalation. Es ist sehr erfreulich, dass der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswyl ganz klar gesagt hat, dass die Polizei den Einsatz reflektieren, analysieren und umfangreich aufarbeiten wird. Außerdem hat er dem Eintracht-Vorstand Axel Hellmann ein klärendes Gespräch angeboten. Ich hoffe, dass die Eintracht dieses Gespräch annimmt, damit in Zukunft Dialog, Austausch, Kommunikation zwischen der Polizei, dem Verein und dem Fanclub wieder im Vordergrund stehen und in Zukunft alle gemeinsam ihre Verantwortung wahrnehmen können für große, fröhliche und friedliche Fußballereignisse. Ich möchte noch auf einige Punkte der polizeilichen Kriminalstatistik eingehen. Frau Kollegin Faeser hat es auch schon gesagt, Jugendkriminalität. Wir freuen uns bestimmt gemeinsam, dass wir hier einen deutlichen Rückgang von 8,6 zu verzeichnen haben. Und auch wir sehen eine Verbindung zu den Einrichtungen Häuser des Jugendrechts, von denen wir noch mehr schaffen wollen. Auch bei den Wohnungseinbrüchen sehen wir die erfreuliche Entwicklung, dass sie zurückgehen. Ich möchte da nur noch einmal anmerken, es sind nicht alles vollendete Einbrüche, sondern ein Großteil davon sind nur Versuche. Die Aufklärungsquote ist in diesem Bereich nach wie vor niedrig. Aber ich finde, man muss immer betonen, die Prävention ist ungeheuer wichtig in dem Bereich. Und da macht die Polizei sehr viel. Sie berät die Bevölkerung, klärt auf, und sie bietet einen besonderen Service, nämlich die kostenlose Objektberatung vor Ort. Sie analysiert Schwachstellen im Sicherheitsbereich von Wohnungen und Häusern und gibt den Bürgerinnen und Bürgern, den Anwohnerinnen und Anwohnern Tipps, um ihre Häuser sicher zu machen und sich in Zukunft vor Einbrüchen zu schützen. Ich finde, da leistet unsere Polizei eine hervorragende präventive und beratende Arbeit. In der polizeilichen Kriminalstatistik ist an vielen Stellen aufgeführt, nicht überall, wie viele der tatverdächtigen Männer und wie viele Frauen sind. Man kann das einmal ganz einfach zusammenfassen. Kriminalität ist meist männlich. Im Durchschnitt aller erfassten Fälle sind 3/4 der Tatverdächtigen Männer. Bei den Intensivtätern ist der Anteil noch einmal deutlich höher. Hier liegt er sogar über 96. Das heißt, in der Kriminalitätsstatistik sind Frauen unterrepräsentiert. Ich sage Ihnen, wir streben hier keinen Anteil Erhöhung der Frauenquote an. Erstaunlich ist auch, dass die Zahl der weiblichen Tatverdächtigen über die letzten Jahrzehnte sehr konstant geblieben ist. Das heißt, wir haben keinen Effekt zu sehen, dass die Veränderung der beruflichen Tätigkeit der Frauen oder auch dass Frauen langsam in die Führungsetagen aufsteigen, dazu führen würde, dass sie genauso kriminell werden wie Männer. Schauen wir aber noch einmal die Struktur der Frauenkriminalität an. Das sind in der Regel über 50 Eigentums- und Vermögensdelikte, und nur ein sehr kleiner Teil davon ist Gewaltkriminalität. Und wenn man die Gewaltkriminalität noch einmal genauer differenziert, dann sind es kleine Körperverletzungen, also einfache Delikte. Und das ist der große Unterschied zu der Kriminalität der Männer, die nämlich in der meisten Zahl der Fälle schwerwiegendere Delikte begehen. Was Männer können, können Frauen auch. Das ist eine weit verbreitete Meinung. Auch wenn man mal Kino, Fernsehen guckt oder Krimis liest, haben Sie ja auch schon erwähnt, stimmt aber nicht. Denn Untersuchungen zeigen, Frauen sind nicht nur deutlich weniger kriminell, sie sind weniger aggressiv, sie begehen deutlich weniger Selbstmorde. Frauen sind offenbar psychisch resistenter als Männer. Das sagen wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Und psychisch resistenter heißt auch weniger anfällig für Alkoholsucht,
und für Drogensucht. Sie sind also insgesamt das Geschlecht, das sich normenkonformer verhält. Ein anderer Grund ist, dass Frauen oft schlichtweg die Gelegenheit fehlt, Delikte zu begehen. Zum Beispiel Wirtschaftskriminalität ist ein vorwiegend männliches Problem. Es gibt immer noch mehr Männer in den Führungsetagen von Wirtschaftsunternehmen als Frauen. Da mag es einen Zusammenhang geben. Alice Schwarzer hat einmal gesagt, Frauen sind nicht etwa die besseren Menschen. Sie hatten bisher nur nicht so viel Gelegenheit, sich die Hände schmutzig zu machen. Und sie hat gewissermaßen gleich selbst den Beweis dafür geliefert. Schwarzer ist nicht nur Feministin und erfolgreiche Publizistin, sondern als Verlegerin und Geschäftsfrau verdient sie auch ordentlich Geld. Allerdings wurde sie vor 2 Jahren wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Im Bereich Kriminalität streben wir keine Erhöhung der Frauenquote an. Hier müssen wir vielmehr daran arbeiten, dass die Männer auf ein ebensolches Niveau kommen wie die Frauen. Weniger Aggressivität und weniger Gewalt in Taten und in Worten. Das wäre schön.